ist ja irgendwas drinne. Dass ich da mit dem Laufen aufhöre, das kotzt mich an. Das ist doch... Na. Hier drin gibt's gar nichts. Das ist ja eine Menge. Ach. Ich möchte was essen. Das ist schön. Warte, wir haben, glaube ich, noch was zu essen offen. So, kannst auch ein bisschen Thunfisch essen. Thunfisch scheint auch nicht ganz so gegen den Durst mitzuwirken wie die Sardinen. Glaube ich. Ach, Zaun? Natürlich Zaun. Haben wir auch irgendwo noch einen Zaun? Oder muss ich jetzt ganz außen rumlaufen? Natürlich muss ich jetzt komplett außen rumlaufen, weil ich Löcher in Zäunen ja nicht finde. Das haben wir ja auch schon festgestellt. So, wenn da das Dorf ist, wenn es das Dorf ist, das in der Nähe des Erfieles steht, dann ist das Erfiel entweder da oder da. Das kommt jetzt drauf an, in welchem Winkel ich jetzt an diesem Dorf vorbeilaufe, im Hinblick auf die Karte, die ich mir angeguckt habe. Wir werden sehen, entweder in der nächsten Folge oder in dieser noch, wenn ich sterben werde und es aufgrund dessen länger wird. Das ist ja, das verrät ja immer dann relativ die Folgenlänge, was mehr oder weniger passiert, ob ich sterbe oder nicht. Deswegen freue ich mich ja, dass in der letzten Folge, letzten Aufnahme, das schlecht getimt war, mit dem ich höre jetzt doch mal kurz auf und gucke auf die Karte, dass alle denken, ich wäre gestorben und ich bin es gar nicht. Haha. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Es wäre so vieles so schön gewesen. Also das Sterben jetzt nicht, aber... Ach. Irgendwas wollte ich vorhin, hatte ich mir in der Pause, wo ich auf die Karte gucke, aber auch überlegt, was ich noch erzählen wollte. Aber Kopf wie Sieb, ne? Muss ich notieren? Notieren tue ich nicht, ne? Ach, so. Wald. Und jetzt bitte. Bitte ein Airfield hier hinter. Also viel zu viele Bäume, um deine hinter das Airfield zu haben. War das Airfield nicht größtenteils frei drumrum? Nö, anscheinend nicht. Ach, lasst uns positiv denken. Wir haben ein Airfield gefunden. Und das sind die dazugehörigen Hangar. So, da ist eine Mauer drumrum, ist in Ordnung. Ich möchte jetzt aber ehrlich gesagt erstmal gucken, bevor ich hier hochlaufe. Es ist sowieso relativ ungünstig, von unten auf etwas zuzulaufen. Das heißt, der Gegner sieht dann immer sozusagen den Kopf über den Hügel kommen. Und das ist ja doof. Da möchte schon wieder jemand was trinken. So, es ist aber auch generell doof, dass ich hier direkt an der Mauer auftauche. Und könnte aber den Vorteil haben, dass ich sozusagen in Deckung erstmal bin und mich keiner rankommen sieht, wenn da einer ist. So, die Hangars. Und die kleinen Baracken dahinter. Okay, Leute. Auf ins positive Denken. Attacke! Hey! Lasst mich am Leben, lasst mich am Leben. Wenn hier einer ist, töte mich nicht. Wenn es ein Zombie ist, lasst mich in Ruhe. Tür zu? Hat keine offenen Türen. Scheiße. Hier? Auch nicht. Verdammt. Kein Wunder, dass hier niemand ist. Ich möchte unbedingt in eins der Hangar rein. Und werde dann bestimmt erschossen. Er macht Bang. Aber warum sollte jemand aufs Hangar schießen?
Ja, ich höre einen Zombie. Ob wir den auch jemals sehen werden, also ob wirklich einer da ist, wissen wir jetzt noch nicht. Green Mountain Backpack 35. Wir haben schon ein Backpack. Nein, 5,56. Wer will denn die Scheiße haben? Ich brauche ein G36. Aber wir haben ein Magazin schon mal. Jetzt bräuchte man nur noch eine Waffe für dieses Magazin. Eigentlich möchte ich in die Gebäude rein. Aber spätestens da wird man ja umgebracht. Vielleicht finden wir auch einfach wieder so einen Massenfriedhof. Ohne, dass da jemand wirklich auf uns schießt. Ja, ich weiß, das ist geträumt und viel zu viel verlangt, aber schön wäre es trotzdem. Ja, das erfährt. Ich habe auch schon meine üblichen Angstzustände. Tötet mich nicht, tötet mich nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Stiefel. Wir tragen aber schon Stiefel, ne? Military Boots sind aber bestimmt cooler. So, wir haben schon mal neue Stiefel und wir haben Munition für eine Waffe, die wir nicht haben. Wir haben ein Rucksacklager aufgetan, das uns auch überhaupt nicht weiterhilft. Also wir hätten jetzt schon mal drei Rucksäcke. Was auch immer man mit drei Rucksäcken möchte. Deswegen haben wir sie ja liegen lassen. So, immer noch nur die Axt ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob das intelligent ist. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand ist. Wenn ich da vielleicht in dem anderen Gebäude da gegenüber in, na, man ist da wirklich... Da ist noch ein Rucksack. Also Rucksäcke gibt's hier wirklich genug, wenn man einen Rucksack braucht. Einfach mal zum Airfield laufen. Wer andere Sachen benötigt, kann sich die Hangars zumindest schon mal sparen. hier war doch bestimmt schon einer und hat geplündert. So, zwei sind da noch und dann geht's in die gefährlichen Gegenden. Nämlich in die Gebäude. Und dort, sollte es die Möglichkeit geben, wie beim letzten Mal, dem Spieler die Axt hinterrücks in den Kopf zu rammen. Oh, Optik. Hier, scheiß drauf. So. Kann man auch mal mitnehmen. Schuhe nicht. Falls wir eine andere Waffe finden, können wir das da dran montieren. Ansonsten packen wir es an unser komisches bisheriges Gewehr, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, ob manche Sachen da irgendwie festgeschrieben sind, was man wie, wo sich dran packen kann. So, und dann gleich einfach mal schnell rein in so ein Gebäude und dann gucken. Liegt da was? Ja. 5,56 mm, weil wenn wir jetzt schon mal ein Magazin dafür haben, nehmen wir natürlich auch das Zeug dafür mit. Und opfern dafür Sardinen. Nee, ja, Sardinen, dafür bräuchte man Dosenöffner für die Thunfische nicht. So. Wir haben auf alle Fälle Munition für 5,56 mm. Jetzt brauche ich eine Waffe für 5,56 mm. Wir haben nur 7,62 mm. Das ist unpassend. Ich werde drauf gehen. Ich weiß es. Das sind wieder Hütten, da kann man nicht rein, ne? Und die nicht und die da vorne auch nicht. Okay. Lasst mich jetzt einfach in einem der Gebäude Glück haben. Und mich dann abhauen. So.
Klamotten, sonst nichts. Da oben scheint keiner drinne zu sein. Hier wohl erstmal auch nicht. Hier ist aber auch sonst nichts. Nee, hier ist gar nichts. Was wir... Nochmal eine Waffe. FNX 45. Und... Ach so, haben wir auch, haben wir schon. Okay, ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert, wenn die 5,56 mm braucht. So, kann man da... Eine von unseren Mounts reinstecken? Nö, ne? Schrotmunition? Nö, passt auch nicht. Die vielleicht? Auch nicht. Wir haben keine Munition für unsere Waffe. Es ist auch egal. Wir müssen was trinken. Oh, 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 oh. Ich möchte hier nicht drauf gehen. Es sieht nirgendwo so aus, als wäre da jemand. Schaffen wir uns erstmal wieder. Oh, ich kann wieder schnell gehen. Ich weiß auch nicht warum. Aus irgendeinem Grund dachte das Spiel auch, ich habe ja auf das Gewehr gewechselt und war direkt im Zoom drinne. Also muss irgendwie die rechte Maustaste gelockt worden sein? Seltsam. Na, auch egal. So, die ist zu. In dem Regal hier ist nichts. In dem war auch nichts. Und jetzt... Stell hier rüber. Da ist die Tür. Ah, ja, war klar. Ich hab's mir gedacht, ich war jetzt zu mutig. Diese dämlichen Vollidioten haben mich wieder getötet. Es war ja mehr oder weniger vorauszusehen. Ich hätte laufen sollen stattdessen. Es war halt einfach doof, dass ich auch schon so angeschlagen war. Die Staffel ist damit vorbei. Die Folge damit auch wieder sehr lang. Und ja, ne, also jetzt zu schneiden hat keinen Sinn. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Staffel aufnehme. Das kotzt mich jetzt trotzdem an, dass ich tot bin, weil ich hätte weglaufen sollen. Ich hätte nach dem Gebäude einfach gehen sollen. Ich habe doch gesehen, die Tür war auf. Es musste also ein Spieler da sein. Aber nein, der Harley denkt sich, ich laufe da einfach noch rüber. Selber schuld. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die nächste Staffel kommt. Ich glaube, diese müsste jetzt am 9. Februar müsste, glaube ich, jetzt sein, ne? Wenn ihr die Folge seht, wenn ich jetzt die Doppelfolge mit einrechne, 9. oder vielleicht doch schon der 10. Ich weiß nicht, ist auch egal. Jedenfalls ist jetzt, wo ihr dieses Video seht, die Prüfung direkt kurz voraus und Panik, ne, werde ich dann haben. Und da ich danach ja auch wieder im März eine Prüfung habe, weiß ich jetzt nicht, wann es kommt. Also die, die das jetzt direkt sehen, werden jetzt hier noch keinen Tooltip, Anmerkung, wie auch immer in dem Video haben, wo steht dann und dann die nächste Staffel. Das schreibe ich dann in dieses über uns Teil, wo auch mein Uploadplan drin steht, da schreibe ich das dann rein, wenn ich genau weiß, wann die nächste Staffel rauskommt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und ja, oder mache ich hieraus doch zwei Folgen? Ich glaube, ich mache hieraus doch zwei Folgen, einfach nur, damit ihr nicht schon wisst, dass ich tot gehe, ne? Okay, ich bedanke mich, bis denn, tschüss.